Welchen Server bist du? Es hat jetzt eine neue Funktion. Steamfreund wird beitreten. Wie denn? Wo denn? Beim Launcher ganz unten. Und ja, The Forest hatte 60 MB Update, sehr schön. Oh Gott, die hat so geile Waffen. Wer? AK, Banelli. Ich sehe dich nicht in den Steam Friends. Okay, es hängt doch gerade übelst der Launcher. Oh, richtig. We have no friends on Steam that are currently on Armor 3 Breaking Point. Verstanden? Hallo, ne? Funktioniert nicht. Also, welcher Server bist du? Sag dir gleich eine Sekunde, ich muss kurz hier konzentriert rumbeigen. Ach, Palono, sag doch einfach, welcher Server. Ja, mit dem Bellum. Herr Pedo ist wieder am Start. Ich bin auf, wo sehe ich denn den Server? P-I-O. LK8. Krass, wie warm die Kamera wird. Ich hoffe, das ist normal. Wo du die siehst, du gehst aus dem Game, also switcht auf den Desktop und dann guckst du bei dem Breaking Point Launcher, welchen Server du als letztes markiert hast. EU8. Ja, da sind voll wenig Leute on, aber gut. Und dann noch alt. Nee. Altes ist riesengroß, die Map. Da zocken wir nicht mit 18 Leuten, das ist Schwachsinn, dann sehen wir nie irgendjemanden. Lass mal auf einen anderen gehen, okay? Ja, warte, ich tue jetzt noch jedes Elfen. Leute, warum zockt denn keine Sau Mercenary? Was sind das für Lappen? So gut wie keiner zockt Mercenary. Alle wollen es immer schön aus der Third Person sichtballern oder was? Nee, dann komme ich doch auf deinen Server. Was? Updater is currently checking your mod installation. Ja, okay, dann check mal. Für mich sieht's doch fertig aus. Ja, auf. Das macht er immer, wenn das halt startet. Ja, aber warum? Dein Addons checkt ja kurz durch, ob du die aktuellsten. Ne? Ja, check kurz durch. Kurz wäre ja gut. 2-3 Minuten. Ja, eben. Ich check ausmachen, Delta Patching, Checksum Updating, Auto Close, Auto Update, Auto Startup Check mache ich aus, fertig. Ja. Oh Gott, dauert das, Mann. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine AK. Ja, gut. Eine Beretta mit 6 Magazinen. Ja, ich join jetzt auf deinen Server. Ja. Das ist der einzige Mercenary-Server, wo überhaupt noch ein paar Leute sind. Das ist, finde ich, total lächerlich. Ich meine, warum wollen denn alle mit Third Person zocken? Was sind das für Lappen, Alter? Ich verstehe es nicht. Ja, du siehst gleich was. Ich bin gerade am Starten. Tut mir leid, Zotlip. ZLP. Hat ein bisschen gedauert, weil der Launcher sich so gezogen hat wie Kaugummi. Ein Beretta Camo übrigens, ja. Das Ding ist echt nice. Also du musst kurz nochmal neu connecten, aber nicht ganz rausgehen. Weißt du, wie ich meine? Respawn. Ja, falls du das hinkriegst, damit wir beide in derselben Gruppe spawnen. Ja. Aber also halt bei der Freunde... Okay. Bei der Buddylist warten, machst du es eben bitte?
Jetzt solltest du was sehen, oder? Hallo, du hörst mir überhaupt zu? Hallo, no. Ja? Hast du mir zugehört? Was? Na, ich hab keine Zombie. Zombie-Vorwege hier gemessen. M4 ist natürlich viel geiler, ne? Das dauert ein bisschen, das Connecten, das ist ätzend. Mann, sind eigentlich alle Rucksäcke gleich groß? Nein. Welchen hast du denn gefunden und welchen möchtest du eventuell austauschen? Sportbag, meine. Also ich habe jetzt einen Sport. Sportbag Pen und na, Sportbag Camo, das ist nicht wirklich. Also welchen hast du an? Sportbag. Civilian, oder? Ja. Civilian, ja. Und was hast du auf dem Boden liegen? Ja, Militär. Ja, zieh an. Größer? Ja, auf jeden Fall. Civilian ist der kleinste. Also kannst du immer wechseln, sobald es kein Civilian ist. Schreib mir denn. Kann ich irgendwie auch noch schnell Rucksack austauschen, dass die nicht alles ausladen muss? Oder muss ich immer alles ausladen? Du musst immer wieder alles umpacken. Das heißt, das Ding auf den Boden legen, den neuen anziehen und dann Doppelklick auf den, der auf dem Boden liegt, machen und die Sachen rausmachen. Ist umständlich, aber es ist halt armer. Es könnte auch bessere Mods geben, aber die hat bis jetzt anscheinend noch keiner gemacht. Außer Arma 3 Live, lol. Weil ich finde hier gerade wirklich fast in jedem Raum eine Kiste. Ey, das Connecten, das dauert bestimmt 5 Minuten oder so, ey. Das ist Arma. Nein, das ist nicht Arma. Normalerweise dauert das Connecten nicht so ewig. Ich weiß, dass es Hallo, Arma in ist. Arma 1 hast du fast 45 Minuten connected auf zum Teil selber. Ach, Gott, mit Addons. Scheiß. Oh Gott, mach hin. Gut, so bist du in der Body, im Buddy-System? Jo. Gut, bist du wirklich? Ja. Okay, dann bei 1, okay? Genau. Was bei 1? Da drücken wir beide auf Yes. So, du kannst mich irgendwie invaden oder so. Nee, kann man nicht, Palono. Das kann man nur, wenn wir uns gegenüberstehen. Wieso wurde ich vorhin mal invaded? Weil, wenn dir eine Person gegenübersteht, kann sie dich inviten, ja. Nee? Doch. Nee. Da bin ich quer über die Map. Es geht nicht, du kannst gerne im Internet gucken, es geht nicht. Es geht nur so, wie wir das machen. Du kannst gerne im Internet gucken, ich habe es gestern gelesen, es wurde von den offiziellen Entwicklern geschrieben, dass daran auch nie was geändert wird. Deswegen meinte ich, geh ins Buddy System. Also, disconnecte. Connecte. Ja, warte, ich loot jetzt hier noch kurz. Oh nee, Palono, bitte. Alter. Ich bin am Airfield. Ja, du kannst es doch sofort machen. Du musst nur kurz disconnecten und connecten. Dann bist du doch sofort am Airfield. Ja, aber ich will nicht gerade auf dem Treppenhaus disconnecten. Weil jetzt, wenn ein anderer Typ reinkommt. Oh, Palomo, Alter. Da kommt doch keiner in den Sekunden. Ich sowas hasse. Ich hänge jetzt hier in der Luft und kann nichts machen. Okay, ich komm. Gut. Also, ich tue jetzt auf Abbrechen. Ja. Dann trennen. Einen und
Okay. Und okay, genau. Und dann warten, bis du im Buddy System bist, dann sagst du okay und dann zählt einer von uns bis 1 runter und bei 1, genau bei 1 wird gedrückt. Also so 3, 2, 1. Ja, und bei 1 halt Klick. Okay, tust du zählen? Ja, bist da? Wenn es soweit ist. Okay. Ja. Okay. 3, 2, 1. Oh, jetzt steht bei mir Setup completed, please wait. Und jetzt bin ich nicht mit dir in der Gruppe. Body system, Mirators has been matched with Plenum. Ja? Ja. Ich bin bei dir nicht in der Gruppe, zumindest wird es mir nicht angezeigt. Ja, mir wird es auch nicht angezeigt, aber süß. Warte, warte, kannst du das sehen? Nein. Ja, dann sind wir nicht in der Gruppe. Normal. Ja, müssen wir nochmal machen. Warte. Abbrechen. Ja. Muss ich aber nachher noch gucken. Soll ich dir auch eine M4 mitnehmen? Okay. Ja, bitte, wenn du es kannst. Gerne. Ja, ich lasse aber ein paar Streichhölzer. Ich weiß nicht, ich habe Hammer und Baumaterial für den Waiting Cage. Ja. Oh Gott. Empfange Missionsdatei. Ich bin übelst ungeduldig, was Ladezeiten angeht. User in your channel, time down. Oh, und jetzt hat Paloma noch einen Disconnect. Perfekt. User was moved to your channel. Keine Ahnung, was das gerade war. Aha. Ja, Handy-Internet, das kann mal passieren. Ja. Das hast du ja hin und wieder mal, aber das ist selten. Ja, bei mir steht die ganze Zeit Empfang Missionsdatei. 0 von 0. Das ist sowieso das Lustigste daran. Oh Gott. Ich hasse diese Mod so, wegen diesen Ladezeiten. Ich drücke jetzt Escape und connecte nochmal neu. Drecksmod, ey, ohne Scheiß. Ja, wo startest du dann? Westen oder Osten? Wo bist du denn gestartet? Westen. Eben, so Vacant Crate und so bauen, bringt's was? Oder eher nicht? Doch, warum nicht? Weil sonst, also den Hammer behalte ich, weil den findest du sehr selten. Das Blueprint habe ich jetzt auch schon etwa wieder 8 von denen gefunden. Weiß ich auch weg und ein bisschen Baumaterialien, aber mal ein bisschen kurz aussortieren, so. Welche Wasserflaschen, ja, behalte ich mal noch. Kann ich auffüllen, abkochen. Umräumen. Kann ich den Hammer oder die Machete? Der kann ich ja Holz hacken dann, oder? Ich denke nicht, dass die Axt dafür gut ist. Okay, ich probiere mal was aus. Empfange Missionsdatei. Oh. Ja, lass einfach. Armer lädt nicht. Armer überlegt, wie es dich am besten verarschen kann. Ja.
Das ist einfach nur dreist. Ich hatte vorhin keinerlei Lags. Alle Kisten sind warm, haben sofort geöffnet. Und ja. Aber ich sag's ja, ich habe jetzt hier etwa 10 oder 15 Waffen gefunden. Mit Munition, Karten, Kompass, Uhren. Ladezeit. Wenn doch nur die Ladezeit nicht wäre. Empfange Daten, Mann. Wie lange denn? Ist das ein Witz, Alter? Hey, ich lass die Mod gleich wieder sein. Ohne Scheiß. Sie ist nur Zeitverschwendung. Es kann ja nicht sein... Oh ja, jetzt hat er es hingekriegt. Oh Gott. Wenn es jetzt nicht klappt, finden wir raus, wo du bist, oder treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Wie sollen wir das denn rausfinden? Du guckst auf meinem Screen? Oh Gott. Nee, das finde ich so schnell raus. Du hast eine Karte. Ich laufe wieder gen Westen. Das geht nicht schnell, Mann. Weißt du, wie groß die verdammte Map ist? Weißt du, wie riesig die ist? Weißt du, wie lange ich hatte, bis ich mich auf der Map gefunden hatte? 30 Sekunden. Ja. Karte, Kompass, acht auf die Natur, bist Natur aufgebaut, einzigartige Stelle wie Buchten, Städte, ungefähre Größe, ungefähr ja, Stadtaufbau. Requesting Authentication of Fuckness. Retrying Character Data, oh Gott. M4 ist gut als Waffe. M4 ist super. Sniper ist noch besser. Ja, wir suchen uns dann noch Schaudämpfer. Ey, Alter, es ist ein Witz, Mann. Das Game ist ein verdammter Witz. Was, na, du hast hier so scheiß Connection-Probleme. Das hat nichts mit Connection-Probleme zu tun, Mann. Das ist das Game. Das ist aber Armor. Betraying Character Data, schon wieder. Das ist Armor. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich da langsam keinen Bock mehr drauf. Jede Mod funktioniert, außer diese. Nee. Oh, hat nicht geklappt. Nee, dann lass ich es sein. Hat nicht geklappt. Mit Ace-Mod haben wir viel längere Ladenzeiten gehabt in Armor 2. Ich hatte selber Ace in Armor. Das läuft super. Gar kein Problem. Haha, nicht mit unseren Kleinerbands.
werden etwas um die 150 Addons noch zusätzlich. Ja, ich zock jedenfalls was anderes. Das war jetzt übelst die Zeitverschwendung gerade. Okay, dann zocke ich ohne dich springen. Ja, wenn es nicht geht, was soll ich denn machen? Gut, ich versuch's nochmal. Es wird aber nicht funzen. Übelst behindert ist das Game gerade. Also wieder eine halbe Stunde zurücklehnen. Zum Glück habe ich gute Mucke. Zum Glück höre ich dabei gute Mucke. Beim Warten. Nächstes Mal, wenn ich Breaking Point spielen will, dann lasse ich schon mal die Map laden und dann gehe ich erstmal Geschirr spülen oder einkaufen oder sowas. Staubsaugen. Ja, genau. Sowas. Mama ist gamerfreundlich. Es guckt immer dazu, dass du dein Zuhause ordentlich hast. Aha. Oh Gott. Hat er mich jetzt durch die Wand durch erwischt, Scheißzombie? Ja, das kann sein. Aber weißt du was, ich bin jetzt mit jemandem in der Gruppe. Fick aber es dich. Wurde mir kein neuer Text mehr angezeigt. Ach so. Also der letzte Text, der mir bezüglich Gruppe angezeigt wurde, ist hier. Fuck, jetzt brauche ich Morphium, ich habe kein Morphium. Oh Gott, die Ladezeit. Der Balken steht einfach da, als wäre er eingeschlafen. Oh Gott. Wie tue ich mich eigentlich korrekt Essversorgung in dem Spiel? Was? Korrekte Essversorgung in dem Spiel, wenn ich von einem Zombie geschlagen werde. Weiß ich nicht. So genau. Zombie töten, sein Fleisch essen. Roh. Ja, ich bin jetzt im Buddy System. Military Field Dressing. Infektionsmittel. Kommst du nochmal eben Buddy System bitte? Ja, warte kurz, ich muss noch kurz ein paar Medis mehr reinhauen. Na los. Eine Sekunde. Ich muss gerade nur eine Medik plündern und mir reinhauen. Ah, fuck, da kommt ein Zombie. Palono. Was? Hau rein. Liebe Zombie, hast du ein Morphium für Palono mit? Liebe Zombies, bitte, wenn ihr den Palono schon schlägt, schleppt ihn wenigstens auch das Morphium an. Oh, warte, ich muss jetzt noch. Ah, ich muss 50 Sekunden warten bis zum Abbrechen. Oh. Ich hab so einen scheiß Zombie geschlagen, das kotzt mich an. Soweit. Ja, an Thotlips Stelle hätte ich sein. Achso, bist du jetzt beim Buddy System? Ja. Okay, 3, 2, 1. Ja, endlich. Ja. Meine Fresse. Jetzt, wo ThotLP vom Stream gegangen ist. Kann ich aber verstehen. Ich hätte es mir auch nicht angeguckt, ey. Das ist so ermüdend, so eine Scheiße.
Warum habe ich direkt am Anfang... Ich habe noch die Waffe von gestern. Ich habe noch eine AK. Ja, okay, cool. Ja. Ich habe eine AK, Duct Tape, wenn wir jemanden fesseln wollen. Okay. Und ein Rotpunktvisier für eine M4, glaube ich. Rotpunktvisier ist nicht schlecht. Nee, das ist nicht. Ich bin übrigens einer, der Zombie-Survival-Spiele nicht mit Gamma spielt. Also nicht mit Gamma hochstellen. Dadurch habe ich zwar immer Nachteile, aber mir ist es egal. Mir geht es um das eigene Gefühl im Spiel. Und so einen blendenden Scheiß-Screen habe ich keinen Bock drauf. Hydraulikflüssigkeit, glaube ich. Hydraulikflüssigkeit. Frag mich, wie weit du gerade weg bist. Ich frage mich, wie weit du gerade weg bist. Ich glaube nicht so weit. Glaubst du? Also wenn du wissen willst, wo ich bin, Koordinaten. Ja, warte. Ungefähr, keine Ahnung. Irgendwo. Macht so keinen Unterschied, ich muss eh viel zu weit laufen. Eben, Autos sind ja schon drin, man kann ja auch schon Autos. Ja, klar, es gibt auch Flugzeuge und so. Man muss die Autos aber meistens reparieren. Wenn man ein funktionstüchtiges Auto findet, ist das schon mehr Glück. Hat's verstanden. Ja. Ja, wie... jedem scheiß Zombie so weit wie mich. Ja. Ja, ich check jetzt hier noch ein bisschen das Airfield, ob ich hier noch ein Morphium für mich finde. Hier renne ich nochmal noch schneller als nur mit Shift. Doppel-W. Wir sprinten. Tut sich aber nichts. Da kann ich mit Shift besser sprinten. Ich kannte es auch mit Doppel-W, aber es funktioniert bei mir nicht. Nee. Wenn noch so oft W drücken, passiert nichts. Gibt's da nicht irgendeinen Trick? Ja. Wie sprintet man denn schneller? Nee. Was? Nee, gibt's nicht. Ich gucke mal in den Optionen. Steuerung. USP. Eine USP ist natürlich auch eine coole Waffe. Schnell vorwärts ist gar nicht belegt. Schnell vorwärts ist gar nicht belegt. Eben als Ranger solltest du Hospitals plündern. Sicher nicht verkehrt als Ranger. Damit du halt für die Nomaden und für die Survival ein bisschen Zeugs hast. Jetzt geht der Palone einchecken, weil der fliegt jetzt nach Honolulu. So, zweimal weh. Ja, toll, zweimal W. Rennt man genauso schnell wie mit Sprinten. Oh Gott. Ja, komm, scheiß drauf, Sprinten. Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr Shift gedrückt halten. Rennst du auch in meine Richtung? Ich hoffe schon. Ich stack hier gerade noch bei einer Treppe. Naja, ich suche hier im Flughafen noch ein Morphium, damit es mir wieder besser geht. Das hasse ich auch so an dieser Map. Sie ist einfach zu groß.
Oh, ich penge gleich ein, ist die Mod langweilig. Ich renne wieder nur. Das hasse ich so an DayZ. Laufen. Was hast du heute den ganzen Tag in DayZ gemacht? Ja, also ich bin gelaufen und dann bin ich gelaufen und dann, ja, dann ist das Spiel abgeschmiert. Das ist DayZ, ohne Scheiß. Das ist DayZ. Ich kenne das Lied. Kennst du das mit Tu Makarov? Was? Nee, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Was denn? Hast du nicht gelesen den Text? Oh nein. Das ist ein verdammter Witz, Mann. Jetzt connecten sie wie die Wilden. Oh Gott, können wir was anderes spielen, Mann? Ich laufe die ganze Zeit nur. Das ist wieder das, was ich so an diesem Spiel hasse, ey. Laufen. Und ich bin kein Meter vorwärts gekommen nach einer Viertelstunde Laufen. Gar kein Meter. Lass uns was anderes zocken. Oder eine andere Map, bitte. Eine kurze, eine kleine. Kurz. Aber nicht diese Map, wo man nie irgendjemanden trifft, weil sie einfach viel zu groß ist. Vor allem für 20 Leute. Okay, komm, disconnecten wir. Gut. Ist eh gleich. Aber wenn ich jetzt auf einen anderen Server gehe, habe ich schon damals. Hast du alle Sachen, ja. Yes, yes. Da, 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 yes, yes. So, welchen nehmen wir denn? Ist das Thema nach Player? Merchant. Man kann nicht nach Player sortieren. Naja, Merchant können wir vergessen. Mercenary meinst du? Mercenary. Können wir vergessen, ja. Weil darauf zocken nur ganz wenige. Leider. Ich bin für... Was? Nein, nicht scheiß drauf. Gott, Palorno. Du willst mit 8 Leuten spielen, wa? Nee, mit 7. Okay, lass mal auf... welcher ist ein EU22, okay? Ja, warte, ich muss es erstmal suchen. Das ist fast ganz unten. Hat einen guten Ping, sind ordentlich Leute drauf und ist mein Lieblingsmap. Welche? Briskia oder so. Hey, at least it's some refresh. Also ich glaube, der Trick ist, um auf den Server zu kommen, ohne dass die ganze Zeit was passiert, nicht auf den Desktop switchen. Ja, das ist aber sehr anfällig. Ja, dämlich. Haben wir nämlich bei anderen Spielen immer angewöhnt, auf dem beim Ladebalken auf den Desktop zu switchen und irgendwas zu gucken. Löffelst du gerade einen Joghurt? Ja. Was für ein? Ein Schweizer. Ah, Gott, sag bloß. Ich dachte ein Deutscher. Nee, danke. Ich esse keine deutschen Joghurts, die mag ich nicht. Ja, da sind zu viele Hakenkreuze drin. Nee, ich weiß nicht, das ist aber anders. Weißt du? Weil ich kaufe hier so Spezialjoghurt bei uns in der Milchzentrale. Bauer, unserem Werk eben dran. Okay, irgendwie findet der bei mir gerade keine europäischen Server. So eine Scheiße. Oh, wow, er hat's. Oh, da sind ja viele Leute drauf. Können wir uns gleich einen anderen Server suchen? Ja, 4 Leute sind drauf. Ah, ne, jetzt kommen mehr. Ist das ein Witz? Ich glaube, es haben gerade alle Server neu gestartet, oder? Kann sein, ja. Ja, es kommen immer mehr Leute drauf. Und jetzt sind wieder 2 gegangen. Oh. Egal, wir gehen einfach mal drauf.
EU22 hast du gesagt, ja. Da bin ich mir nicht mehr so sicher und ich traue mich nicht, auf den Desktop zu switchen. Die Map heißt ja irgendwas, guck bei Map-Namen, heißt irgendwas mit Brisk oder sowas. Brisk, ja, aber ja. Dann ist EU21 und EU22. Ah, super. Aber Info, Mykotos als erster drauf, jawohl, Connect. Aber man kann auf Info gucken, wer drauf ist, ja, cool. Ja, selber Info, das ist der drin. Ich bin so müde. Diese Mod macht mich immer übelst müde, weil es immer nur langweilig ist. Ich bin so müde. Ist echt so. Katze. Sag mal Katze. Und sag mir dann, ob die Katze guckt. Katze. Nee. Leonie. Ja, jetzt guckt sie. Na? Alles gut? Kannst weiter schlafen. Geh mir bloß nicht auf den Sack jetzt. Schlaf aus. Ja. Befehl. Oh, sag ihr, dass es ein Befehl ist, sonst kapiert sie ihn. Ey, kommt sie das zu dir. Das ist ein Befehl! Also die Map lädt auf jeden Fall schneller. Ist auch kleiner. Okay, ready for this Body-System? Eine Sekunde. Ist bei dir schon fertig? Lass ich gerade verarschen, oder? Ja. Das wäre ein bisschen zu schnell gewesen. Hätte ich mir Sorgen über meine Hardware gemacht, ey. Wenn Laptop mich mal eben überholt. Gut, der Laptop ist nicht mal als Laptop zu bezeichnen. Ja, der ist ja in Ordnung, ich weiß. Ja, ich bin im Body System und warte. Okay. Das wird jetzt bei dir noch ungefähr eine Minute dauern. Okay. Nee, ich bin auch im Body System. Ach, fick dich doch, ey. Okay, du zählst. Okay, 3, 2, 1. Ranger. Ein Film. Was? Muss ich hier nochmal einen neuen erstellen? Oh. Eigentlich nicht. Achso, vielleicht weil es eine andere Map ist. Ja, doch, das macht Sinn, ja. Weil es eine andere Map ist. Egal. Ja, die Map ist aber wirklich gut. Die ist für die Größe perfekt. Also für die generell für die Mod ist die Map perfekt. Ich bin im Gruppensystem? Jawohl. Ich hab einen Freeze. Ah, jetzt ist alles gut. Ich mag die Map, die sieht gut aus. Das zwei Small Band. Die ist wenigstens abwechslungsreich mit Wäldern und so ein Scheiß. Nicht so wie Altes. Altes ist einfach nur Riesenebene. Aber nur. Jetzt hat man noch eine Salzwüste. Ja, wow, eben. Genau das, ey. Aber eben, wenn du in den Norden hochgehst, dann findest du sehr viele Höhlen und so. Das ist richtig krass, da kannst du richtig Gorilla-Krieg machen. Gorilla gesagt. Gut, ich sehe dich nicht, Palono, dafür, dass wir in der Gruppe sind. Doch, aber ich dich. Echt? Ja. Ah, ich dich auch. Gut, also ich bin komplett im Norden. Ich habe keine Ahnung von der Map. Ja, ich bin halt komplett im Norden, das heißt, du bist im Süden komplett. Ich weiß nur, ich kann hier keine Türen öffnen. Südosten. Mausrad. Das zocke ich auf Altis. Auf Altis sind fast alle Gebäude betretbar. Hier auch, hier auch. Du musst Mausrad benutzen. Ja, Also, das kenne ich nicht. Hier nix. Türe, reagiere. Da unten. Ach ja, da kommen doch einfach mal so 7 Zombies mehr hinterher. Ich bin ja jung, ich kann rennen. Und da hat's eigentlich geht. Also ich hab eine scheiß Waffe. Ich hätte mir dort noch Waffen holen sollen, da gibt's immer so viele, ey. Ja, komm, hol ich noch. Na, scheiß drauf, nimm für mich auch eine mit, weil ich habe erst eine Dose Bohnen gefunden. Okay. Aber nicht lassen die Zombies mich. Ich habe eine Axt. Ich bin übrigens Hunter, was bist du? Ranger. Ranger, gut.
Passt hier gut. Na, sind eigentlich genau die Gegner, ne? Das ist egal, wenn du Leute nicht erschießen darfst, darf ich's. Weil ich darf eh alles erschießen. Und ich darf allem helfen. Gott. Ach Gott, ich dachte, das ist ein Spieler. Das ist echt fies, weil Zombies komplett aussehen wie Spieler, ey. Ja. Das ist richtig gemein, Mann. Viele Leute sind auf dem Server. Aber die okay, gut, die haben es jetzt mit mir verschätzt mit dem Mod. Die haben mein Lieblings-Killhouse-Mod, haben sie die Häuser genommen, verunstaltet und geben diese jetzt als normale Zivilhäuser aus. Ei, 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 ei. Ein Ranger rennt auf der Straße hin und her, hin und her. Ein Auto mit Kisten außen rum. Und Kisten, da ist sogar noch Zeugs drin. Yeah, geil. Old Enfield, eine Benelli haben wir hier mit Muni. Ja, toll, ich kann entweder oder. Nehme ich lieber die Enfield. Ich hab die also, ich kann dir keine Waffe Kisten mitbringen. Gefunden. Ja gut, oi. Okay, also ich glaube, ich habe eine bessere Waffe. Okay, und weg hier. Ich habe zwar, doch, ich habe eine schießbare Pistole, ich habe sogar noch einen Schalldämpfer. Da war so ein Auto und außenrum hat so 5 Boxen gehabt. Ich habe eine M4 und einen Colt. Makrohof ST. Ich gehe mal gucken, ob es hier was zu essen drin gibt. Wow, wow, jemand hat auf mich geschossen oder so? Was passiert hier? Hä? Ich bin gestorben, grundlos. Myrotas wurde getötet. Okay. Ranger. Komm jetzt als Ranger rein. Warum bin ich tot? Cheater? Töten mal was, schreibt Sobe, ja. Ich wurde getötet, reicht das? Da steht einfach nur, Myrotas wurde getötet. Ja. Es wurde nicht geschossen. Ich habe nicht geblutet. Scharfschützengewehr. Nein, nichts von wegen suppressed oder so. Es kamen keine Schüsse an, es war einfach irgendwas, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Hunger oder so. Hunger wird er mir eh nicht angezeigt. Okay, jetzt habe ich eine Karte, jetzt kann ich mir... Gott, ist die Map klein. Die geht schon, die ist perfekt für die Mod. Man braucht nicht eine altes Map, wenn man mit 60 Leuten spielt. Altes reicht schon 60 Leute für eine Stadt. Keine Ahnung, wo ich bin. Folge jetzt einfach der Straße ins nächste Dorf und loote und loote und loote. Ja, macht das. Und bei mir versucht es wieder auf den Server zu kommen. Bitte aus Ranger, okay? Ja, habe ich vor, wenn das Spiel mal kann. Das Fiese ist, ich werde auch noch angeschrieben, weißt du? Ich darf aber jetzt nicht auf den Desktop switchen, weil sonst wieder alles im Eimer ist wahrscheinlich. Oh Gott. Meine Fresse. Oh, Retrying Character Data. Okay, wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann... Nee, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich meine, was ist denn das für ein Game? Verbuggt bis zum Geh nicht mehr. Die Sekundenanzeige ist auch lustig. 51, 52, 53, 54. Ja, das ist, weil die
Zeit nicht auf Real-Life-Zeit gestellt wurde. Das heißt, sie haben den Tag-Nacht-Modus modifiziert. Dann spinnen die Uhren, dann hüpfen die mal ein paar Minuten vor. Nein, ich rede von was anderem. Oh, es hat nicht geklappt. Naja, dann fickt euch doch echt. Das ist, oh, ich kann auch nicht rausgehen. Ich kann nicht mal abbrechen. Warte, du bist noch im Body-Group-System. Nein, jetzt nicht mehr. Diese Mod. Dieser Mod wird kein leichter sein. Dieser Mod. Sobe, ich kann dir raten, schau dir den Stream nicht an, weil in dieser Mod geht's hauptsächlich darum, man rennt. Laufen. Man versucht erstmal auf den Server zu kommen. Das kann schon mal ein paar Tage dauern. So. Dann besteht alles darin, zu laufen. Du läufst und läufst. Hin und wieder wirst du aber auch mal von einem Bug geplagt, dass du einfach so stirbst, wie gerade bei mir. Und das war dann die ganze Mod. Ja, so ist das. Na, was willst du? Ein bisschen Perp? Ja, irgendwas, aber irgendwas, was funktioniert. Ja, auf jeden Fall Perp oder irgendwas, aber das jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt genug. Lass mich nicht connecten. Bing. Wir können. Was können wir denn zocken in Gmod? Ja, Perp. Perp, okay. Da bist du kein Perp. Ja, doch, wenn Perp Spaß macht. Ich meine, letztes Mal war Perp ziemlich langweilig. Spaß, scheiß drauf, den Kopf. Ja, könnte schon was abgehen als Cop. Wenn ich diesmal reinkomme als Cop und das nicht wieder so ein. Du weißt schon. Ja. Ich muss eben Stream neu starten. Wenn er mich lässt. Weil Garry's Mod ja erstmal Milliarden von Mods laden muss, bevor es startet. 7 genau zu sein. Also ich habe 7. Ich weiß nicht, wie viel hast du gemacht. Das war weniger abonnieren. Wo siehst du das denn? Wie viele du hast? Eben. Ich glaube, du hast sogar ein paar mehr als ich.